Das heutige Haus 4 diente in der Vergangenheit als Schwesternhaus und Personalwohnhaus PWH2. Früher beherbergte es die Personalcafeteria und diente als Weiterbildungsstätte für die Pflege in der Intensivmedizin und der Anästhesiologie. Zudem war es neben seiner Funktion als Wohnhaus für Mitarbeitende auch Unterkunft für Angehörige von Patientinnen und Patienten. Heute ist es nach einer umfassenden Sanierung 2015 ein modernes Verwaltungsgebäude, in dem Bereiche wie die Klinikhygiene, das Medizincontrolling und die Geschäftsführung ihre Büroräume haben. Ein besonderes Highlight ist das Krankenhausmuseum, das in den Räumen der früheren Cafeteria eingerichtet wurde. Dieses Museum ist das historische Herzstück des Klinikums und bietet spannende Einblicke in die Geschichte der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Bezogen auf das Krankenhausmuseum gab es da eine Aussage von dem damaligen Direktor und Leiter der Klinik, der dann sagte, es werden keine alten Sachen mitgenommen, es bleibt alles hier. Krankenschwestern sind Jäger und Sammler, also es blieb nicht alles da und da haben wir natürlich dann auch hier in dem Museum von profitiert. Anfänglich hat es aber begonnen in der Krankenpflegeschule, da haben wir auch schon gesammelt. Stationen haben dann verfallene Sachen rübergegeben, haben dann gesagt, ja, da könnt ihr doch mit den Auszubildenden in der Krankenpflegeschule üben. Und da war schon so ein kleines Museum eingerichtet, das war schon 1987. Wo wir jetzt hier drin sitzen, das ist die alte Cafeteria, das hat auch Geschichte. Der damalige Direktor hatte dann gesagt, okay, das wäre eben tatsächlich zielführend, wenn das Museum hier hereinkäme. Und dann haben wir das eröffnet und das war richtig gut. Man sieht dann, was die Objekte zu ihrer jeweiligen Epoche für eine Funktion gehabt haben, wie man damit umgegangen ist, warum sie gerade so gebaut sind und nicht anders. Ja, und welche braucht man überhaupt die Funktion heute noch? Wir sind ja auch ein außerschulischer Lernort hier, dass also auch Kindergärten, Schulen hierher kommen können. Wir haben dieses Jahr auch wieder wirre Aktionen. Zum einen diesen Trainer, dann haben wir eine Live-Operation. Dann wird entsprechend vorgeführt, wie eine Gallenblase entfernt wird. Dann haben wir die Möglichkeit, dass die Besucher selber Nähte nähen können. Dann wird dann ein Schnitt gesetzt mit einem Skalpell und die können dann mit Fachpersonal da rangehen und das Ganze wieder zunähen. Und noch so viele andere Sachen.